Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Topspiel der zweiten Bundesliga. Der Hamburger Sportverein empfängt am Sonntag Arminia Bielefeld. Der Tabellenführer ist zu Gast beim Tabellenzweiten. Der HSV konnte sich trotz eines späten Ausgleichstreffers den zweiten Tabellenplatz sichern, weil Stuttgart parallel verloren hatte, auch in letzter Minute durch einen Foul-Elfmeter von Wien. Wiesbaden. Das war schon ein spektakulärer Spieltag. Zuletzt Bielefeld in der letzten Minute ebenfalls den Ausgleich kassiert. Pech also zum Wiederbeginn der Bundesliga bei den Top-Teams. Wir wollen auf die Aufstellung schauen. Heuer Fernandes im Kasten beim HSV, keine Frage. Dann die Viererkette Leibold, Van Drongelen, Letschert und Bayer. Van Drongelen rückt rein für den angeschlagenen Wagnumann. Kin Zombi, Duziak und Hunt im Mittelfeld. Jairo Samperio, Poyan Palo und Kittel heute in der Startaufstellung. Dafür rückt Bakariatta erstmal auf die Bank. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze hier entwickelt. Der Gast aus Bielefeld tritt dann in folgender Aufstellung auf den Platz. Ortega im Kasten, keine Frage. Auch da die Viererkette Hartherz, Nilsson, Pieper, Klaus rückt zurück. Brunner mit der fünften gelben Karte, Prietl, Seufert und Hartl im Mittelfeld, Zuku, Klos und Jabo in der offensiven Dreierreihe. Das ist also ziemlich genau die gleiche Formation, wie wir sie beim Hamburger Sportverein sehen. Und die Frage eröffnet sich, wer wird diese Anweisungen besser umsetzen und wer kommt besser rein in diese Partie? Es ist nach wie vor eine extrem ungewohnte Sache, aber jetzt wollen wir loslegen. Der HSV stößt an in den weißen Trikots. Viel Spaß uns und den Spielern. Es geht los, Poyan Palo. Wie gesagt, stößt an der Hamburger Sportverein in den weißen Trikots mit den roten Hosen im ersten Durchgang von links nach rechts. Bielefeld heute im Gasttrikot in Rot-Weiß. Ich hatte es angesprochen bereits, das war in der Vorwoche ziemlich spektakulär, was in der 90. Minute abging auf den Plätzen. Bielefeld zu Hause in der 94. das 1:1 gegen Osnabrück kassiert. Der HSV in der 94. das 2:2 von Greuther Fürth in Person von Havard Nielsen kassiert. Moment mal, was für eine Szene, was für eine erste Chance. Flanke von Marcel Hartl. Klos nimmt das Ding mit der Brust an und feuert es gegen den Pfosten. Klasse Auftakt hier in diese Partie. Der Hamburger Sportverein mit Glück in dieser Szene. Arminia Bielefeld mit der ersten Top-Chance hier im Spitzenspiel. Und Bielefeld kommt wieder. Suku mit der Flanke. Van Drongelen passt jetzt aber erstmal auf. Van Drongelen machte auch keine glückliche Figur, als er reinkam am vergangenen Spieltag gegen Greuther Fürth. Legte das 2:2 mehr oder weniger unfreiwillig vor. Nächste Chance. 9. Minute. Heuer Fernandes mit der Glanztat gegen Manuel Prietl, der hier mit links abschließt. Der Ball wäre unten rechts eingeschlagen. Da muss sich der Hamburger Sportverein aktuell durchaus bedanken, dass es noch nicht 0:1 steht. Klasse Auftakt von Bielefeld, die Flanke bzw. der Eckball nicht so gut geschlagen. Jonathan Klaus dann aus der zweiten Reihe. Wie gesagt, Jonathan Klaus, während wir hier nochmal auf die Möglichkeit schauen, rückt in die rechte Verteidigungsposition. Cedric Bunner hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Dafür Suku rechts vorne dabei, Klos rückt zurück auf die rechte Verteidigungsposition. Der Hamburger SV hier in der Anfangsphase also mächtig unter Druck. Das hätte man sich sicherlich etwas anders vorgestellt. Die Bielefeld aber auch die beste Auswärtsmannschaft, das darf man nicht unterschlagen. Obwohl sie in Hamburg beim FC St. Pauli noch im Jahr 2019 arg patzten, 3:0 haben sie da verloren. Die wahrscheinlich schlechteste Saisonleistung der Bielefelder bis dato. Letschert klärt das Ding hier erstmal. Das ist hier doch noch etwas mit Aufholbedarf zu bezeichnen, was der Hamburger SV liefert. Nach vorne noch nicht wirklich etwas zustande gebracht und Arminia Bielefeld kommt schon wieder. Fabian Klos über links mit der Flanke. Heuer Fernandes etwas unsicher. Leibold und Fernandes. Heuer Fernandes klärt dann
gegen seinen eigenen linken Verteidiger. Also, das ist hier wirklich eine richtig gute Phase von Arminia Bielefeld. Vom Anstoß weg machen sie dem Hamburger Sportverein richtig Druck. Eckball von der linken Seite. Marcel Hartl bringt das Ding rein. Hartherz mit dem Kopfball. Und auch da fehlt nicht viel. Der linke Verteidiger setzt sich dagegen Letschert und Van Drongelen durch. Dann dieser Aufsetzer. Weit geht er nicht vorbei. Heuer Fernandes sieht es aber eventuell auch. Und bleibt deswegen auch sicherheitshalber weg. Trotzdem ist das nach wie vor eine interessante Angelegenheit. Der HSV findet hier überhaupt nicht in die Partie. Und muss schauen, was parallel passiert. Stuttgart tritt gegen Holstein Kiel an. Momentan trennen diese beiden Mannschaften hier 7 Punkte. Bielefeld hat mit diesem Punkt hier heute 53 und der HSV 46 Punkte. Jetzt aber mal der HSV und sie schlagen zu mit der ersten Torchance. 22. Spielminute, Sonny Kittel mit dem 1:0 für den Hamburger SV. Flankenball von der linken Seite, wir schauen drauf. Dann Duziak mit dem Kopfball ans Aluminium, Ortega Moreno etwas orientierungslos. Denkt wohl, dass der Ball schon einschlägt. Kommt zu spät auf den Trichter, dass der noch nicht über die Linie geht. Und Sonny Kittel steht völlig frei, da wo er hingehört. 22. Spielminute. Absolut schmeichelhaft, diese Führung, aber das ist dem HSV sowas von egal und jetzt hat diese Rechnung von eben schon gar keinen Bestand mehr. Bielefeld mit 52 Punkten, der HSV aktuell mit 48. Nur noch 4 Punkte Rückstand, also auf Tabellenplatz 1. Und solange der HSV seine Hausaufgaben macht, ist das, was der VfB Stuttgart macht in Kiel, erstmal zweitrangig. Wie kann Bielefeld damit umgehen? Bislang die deutlich bessere Mannschaft gewesen, aber jetzt rennt man diesem Rückstand hinterher. Doch sie haben die Qualität, ohne Frage hier auch wieder zurückzukommen. Letschert nimmt Hartl jetzt aber den Ball ab und der HSV rollt gegen diese Bewegung an. Hand über links, von hinten kommt ein bisschen Unterstützung, aber da verschleppen sie etwas das Tempo. Hand wieder links außen. Tim Leibold zieht etwas in die Mitte. Kind Zombie, Poyanpalo, deutlich zu wenig. Damit kann man Stefan Ortega Moreno logischerweise nicht aus der Fassung bringen. Ein überragender Keeper in der zweiten Bundesliga, aber einmal musste er hinter sich greifen, konnte noch keinen Ball abwehren, weil mehr auch noch nicht auf seinen Kasten kam. Florian Hartherz schickt Reinhold Jabo auf die Reise, der setzt sich da auch gut durch im Laufduell. Letschert jetzt aber dazwischen, Prietl macht die Szene aber nochmal scharf, wieder Letschert, der aktuell den gefestigsten Eindruck in der Viererkette macht. Mit Tim Leibold vermutlich gemeinsam. Van Drongelen. Ja, nicht unumstritten, der Niederländer, in dem wohl so viel Talent schlummert, dass er aber durch klare und deutliche Fehler immer wieder verschleiert. Aber das sei einem jungen Innenverteidiger immer noch mal wieder zugesprochen. Es ist nur bitter, wenn es sich häuft. Jetzt aber ist der HSV in Führung. Es läuft also alles und Tim Leibold geht über die linke Seite an. Hat viel Freiraum. Tim Leibold legt zurück. Jairo Samperio wird aber vom Ball getrennt und kann da nicht wirklich gefährlich zum Abschluss kommen. Man wird sich hier zur Pause gleich sicherlich fragen als Bielefeld, wie konnte man überhaupt in Rückstand gehen, aber eine Unachtsamkeit und eine von der Qualität spielende Mannschaft wie der HSV kann das schnell ausnutzen, aber jetzt ist es wiederum Makulatur. 42. Minute, der Ausgleich, Manuel Prietl macht das 1:1. Hartl zu Klos, der einmal weitergeleitet, sodass der Sechser des Deutschen Sportclubs das Ding unter die Latte nagelt. Keine Chance für Heuer Fernandes.
Und wir haben den Ausgleichstreffer. Darüber, dass das verdient ist, müssen wir auch nicht reden, wenngleich nach dem Führungstreffer des HSV Bielefeld nicht mehr so viel nach vorne bringen konnte, geht das absolut in Ordnung. Der Hamburger Sportverein vermutlich trotzdem zufrieden mit diesem 1:1, wenn es damit denn in die Pause gehen sollte. Es ist ja noch etwas Zeit auf der Uhr, 3 Minuten gibt es obendrauf. Oder kommt Bielefeld sogar noch mal zu einer weiteren Möglichkeit? Hartherz wieder zu Yabo. Über links geht am meisten aktuell bei Bielefeld. Hartherz zu Fabian Klos. Das sieht im Ansatz durchaus wieder gefährlich aus. Er legt noch mal raus zu Reinhold Yabo. Die Flanke kommt, säufert mit dem Kopfball, aber vorbei. Und das war auch die letzte Szene im ersten Durchgang. Wir haben 2 Treffer gesehen. Der HSV ging mit 1:0 in Führung durch Sonny Kittel nach Kopfball von Duziak und kurz vor dem Seitenwechsel konnte Manuel Pritel ausgleichen. Also, wir sehen uns gleich in den zweiten 45 Minuten. Willkommen zurück im Volksparkstadion. Bielefeld stößt an, jetzt im zweiten Durchgang. Logischerweise von links nach rechts. Eine kleine Statistik: 3:7 Schüsse stehen insgesamt auf dem Tableau. Das ist recht deutlich und spiegelt auch den Spielverlauf so ein bisschen wider. Aber an der Anzeigentafel, und das ist das Entscheidende, steht eben dieses 1:1. Hier will Bielefeld aber von Beginn an wieder Druck nach vorne erzeugen. Jetzt aber erstmal eine Abseitssituation. Rik van Drongelen spielt den Ball weit nach vorne. Poyan Palo setzt sich im Zweikampf oder im Kopfballduell zwar durch, aber Bielefeld ist wiederum im Ballbesitz. Yabo mit der guten Seitenverlagerung. Suko holt sich das Ding. Sibio Suko zu Seufert. Der ist auch wieder im 16er, aber Letschert, der wirklich ein um das andere Mal den Kopf oben behält und den HSV vor Schlimmeren bewahrt. Poyan Palo. Sonny Kittel. Der Ball hätte von Poyan Palo schon kommen müssen. Da stand Kittel noch nicht im Abseits, dann aber rücken die Bielefelder raus und Kittel steht einen guten Schritt im Abseits. Hätte man durchaus besser lösen können und es war Platz da hinter der Abwehrkette von Bielefeld. Doch der HSV konnte es nicht ausnutzen. Wirkt mittlerweile offener, diese Partie. Chancen gab es jetzt im zweiten Durchgang noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die nächste nicht lange auf sich warten lassen wird. Aktuell sieht es bei Bielefeld ein bisschen besser aus. Wiederum Letschert. Ich möchte ihn jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben, aber was Letschert hier aktuell abliefert, ist wirklich überragend. Kann viel verhindern, steht immer richtig und macht da als Abwehrchef seinem Namen alle Ehre. Jetzt Bielefeld aber in einer ziemlichen Druckphase. Pritel zu Fabian Klos, zu Sebio Suku, aber auch da wird die Fahne gehoben. Und jetzt gibt es den ersten Wechsel. Seufert geht, Patrick Weihrauch kommt dafür bei Arminia Bielefeld. Positionsgetreuer Wechsel, zentrales Mittelfeld für zentrales Mittelfeld. Und der HSV verzichtet noch auf die Möglichkeit des Wechsels, wobei der nächste auch nicht so lange auf sich warten lassen wird, vermutlich. Jetzt kommt wieder Bielefeld. Hartherz mit der Flanke, Rik van Drongelen steht aber genau richtig und kann das Ding klären. Duziak im Ballbesitz, verschleppt ein bisschen das Tempo, dass Bayer nachrücken kann. Über links bietet sich jetzt ein großer Freiraum. Poyan Palo zu Jairo Sampereo. Da muss der Ball hin. Wieder Poyan Palo. Kittel abseits. Das ist ein bisschen schwierig, was Kittel da macht. Steht sehr häufig im Abseits. Jetzt wird auch beim HSV gewechselt. Fein kommt für
Kinzombi sehr unauffällig, was als zentraler Mittelfeldmann nichts Schlimmes bedeuten muss, aber er hat sich jetzt auch nicht positiv nach vorne in Erscheinung bringen können. Somit also eher eine durchschnittliche Leistung des Ex-Kielers. Vielleicht kann Fein noch ein bisschen mehr Klasse nach vorne aufbringen. Hiermit hatte er zwar nichts zu tun, aber es gibt die erste nennenswerte Tormöglichkeit im zweiten Durchgang. Sie gehört dem HSV in Person von Poyan Palo und Stefan Ortega muss eingreifen. Nächster Wechsel, Hanik kommt aufs Feld. Und das war die letzte Szene von Poyan Palo. Sehr gute Szene nochmal, aber eben ohne Erfolg. Mir jetzt diese Flanke von Bayer aus dem rechten Halbfeld ziemlich schwach. Kein Problem für den Bielefelder Schlussmann. Mit diesem 1:1 würde Bielefeld besser leben können. Sie halten den HSV auf Abstand. Das ist das Mindeste, was man hier erreichen möchte. Der HSV erhöht jetzt aber selber den Druck. Sie wissen, dass sie hier unbedingt gewinnen müssen. Vor allem auch Stuttgart auf Abstand zu halten. Knapp 20 Minuten haben wir noch. Schauen wir nochmal auf diese Möglichkeit. Ja, das Dickste, was die zweite Hälfte bislang zu bieten hatte. Der Strafraum ist gut gefüllt. Hand legt sich den Ball zurecht, bringt das Ding rein. Nilsson zu Letschert. Unglückliche Szene, der Ball wird nicht geklärt und der HSV ist eiskalt. Das 2:1, Sonny Kittel mit dem Doppelpack. Stand öfter im Abseits, als aufs Tor geschossen hat, aber wenn man die zwei Dinger macht, dann ist das jedem egal. Da müssen wir auch nicht über Abseits sprechen. Hanik steht nicht im Abseits, aber in der Sichtlinie von Ortega Moreno. Und das macht diesen Schuss unhaltbar. Der HSV dreht das Ding. 72. Minute. Wobei, was heißt, dreht das Ding? Sie haben ja schon geführt, aber sie drehen es nochmal um. Sie schießen sich wieder in Führung. Wobei es jetzt im zweiten Durchgang auch deutlich besser war, was der HSV angeboten hat. Vor allem defensiv deutlich kompakter. Bielefeld kommt gar nicht mehr vorne rein. Klos wird nicht mehr in Erscheinung treten aktuell. Vielleicht aber wäre so eine Hereinnahme von Vogelsammer das Richtige. Jetzt kommt erstmal Schaub für Aaron Hunt beim Hamburger SV. Diese gute Freistoßsituation hätte sich Hunt sicherlich auch nicht gerne entgehen lassen, aber es gibt die Möglichkeit, jetzt aus 24 Metern das Ding gefährlich auf den Kasten zu bringen. Tim Letschert macht das. Ja, nicht verkehrt, aber trotzdem ist das unterm Strich eher leichtes Futter, leichte Beute für Bielefelds Nummer 1. Komm, Bielefeld nochmal. Jetzt haben sie Platz über die rechte Seite. Jonathan Klaus mit der Flanke. Und der Ball wäre möglicherweise eingeschlagen. Da geht Heuer Fernandes auf sicher. Und klärt das Ding zur Ecke. Spannend ist es allemal und entschieden ist hier noch nichts. Aber Bielefeld muss jetzt kommen. Der zweite Durchgang doch sehr fahrig geführt und nicht wirklich zielstrebig nach vorne. Marcel Hartl beim Eckball. Groß genug ist die Mannschaft von Bielefeld, um gefährlich zu werden. Nilsson, Jabo! Und der Ball kullert nicht über die Linie. Ein heilloses Durcheinander und irgendwie kann sich dann Heuer Fernandes raufstürzen. Das war die dicke Chance. Wird sich sowas nochmal bieten? Der HSV versucht das zu vermeiden, indem sie nach vorne spielen. Jordan Bayer lässt sich da von Nilsson sehr einfach den Ball abluchsen. Nilsson zu Vogelsammer. Mittlerweile aufs Feld gekommen.
Und Prietl direkt in die Füße von Leibold. Das sieht nicht gut aus. Die Zeit läuft den Arminen davon. Und für den Hamburger Sportverein läuft die Uhr sicherlich wie ein Segen. Zu leichte Ballverlust dabei in diesen Szenen. Den kann Kittel nicht bekommen und bekommt er auch nicht. Somit wechselt wieder der Ballbesitz. Doch da gibt es keine Unterstützung für den Einwerfenden. Wieder der ASV nach vorne. Duziak zu Kittel. Die Flanke. Pieper aber vor Martin Harnik am Ball. Kommt jetzt nochmal was. Prietl, der Torschütze, aktuell der einzige bei Bielefeld. Jonathan Klaus zu Klos. Der Franzose bekommt den Ball wieder. Die Flanke. Etwas zu weit. Van Drongelen ist dazwischen. Bayer klärt's. 4 Minuten gibt's obendrauf. Die Nachspielzeit aber auch endlich. Reinhold Jabo, wo ist die Unterstützung? In der Mitte ist Manuel Prietl. Der HSV steht jetzt tief, aber auch nicht so tief. Der Ball muss irgendwie vorne rein. Das ist gerade Zeitverschwendung, was Prietl da macht. So kann man seine Möglichkeiten auch verschwenden. Der HSV bringt das 2 zu 1 über die Zeit, weil Bielefeld keinen Ball mehr in den 16er bringt. So gut Prietl heute auch gespielt hat, das war gerade wirklich fahrlässig, um nicht zu sagen etwas töricht. Wie dem auch sei, der HSV gewinnt das Spitzenspiel mit 2 zu 1. Nähert sich Arminia Bielefeld an, kann den VfB Stuttgart auf Rang 3 halten. Das soll es aber gewesen sein aus dem Volkspark. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein und bleiben Sie am Ball.